9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Wie macht man einem Musiker klar, einem Musiker vielleicht schon, aber mir klar, dass wenn ich in Zukunft nach München fahre, ich was bezahlen soll dafür? Wie macht man ihm das klar? Wie, was sind da nicht die Argumente, sondern wie könnte man mich überzeugen? Ganz einfach, man sagt alle, pass auf, das Wetter hat sich gewaltig verändert, das merkst du. Vor ein paar Wochen haben wir ein Sauwetter gehabt hier in München, jeden Tag Regen. Juli? Verdammt kalt, Juli, ja. Richtig. Der April war wunderschön, der eigentlich der schlechteste Monat ist. Jetzt haben wir ein gutes Wetter, heute ist sehr warm, sehr schwül, am Sonntag soll es aber schon wieder nur 14 Grad haben, dann wird es erst wieder besser. Das heißt, das Wetter schreckt Kabriolen, da ist irgendwas los. Ja. Politiker hat halt eben diese Eigendynamik, dass er nach oben will. Na, wir haben viel zu viele Berufspolitiker in diesem Land. Zu viele? Viel zu viele. Und ich was seid ihr? Seid ihr nicht Berufspolitiker? Nein, okay. Ich möchte es auch nie werden. Also ich bin nicht Hobbypolitiker. Ich mache seit 1976 mache ich Kommunalpolitik. Damals war ich noch, da war ich 16 Jahre alt, komme aus dem Kreis Fulda, damals noch für die Junge Union. Ich mache Kommunalpolitik, weil mir das Spaß macht. Kann man eigentlich gleich fragen, warum macht so viel Spaß? Ist es nicht sehr, sehr karges Dasein, wenn man zwar in einem riesigen Parlament ist, aber was relativ unsexy ist? Also man kriegt es ja nicht so wie mit wie im Bundestag. Da wird also zunächst einmal ist das Europaparlament nicht unsexy, sondern nur das, was davon rüberkommt. Das ist das Problem. Richtig. In Wirklichkeit ist der Bundestag unsexy. Man muss die Freiheit, müssen wir wieder Rechnung stellen. Was momentan der Steuerzahler Steuern bezahlt, die wollen in den sogenannten großen Agrartopf wandern, das wo ja dann an die Bauern angeblich ausbezahlt wird, was wir ja vorhin gesagt haben, das stellt sich jetzt letztendlich aus, dass der Bauer der allerwenigsten kriegt von dem ganz großen Topf, weil es wird ja da draus alle unsere Kontrolleure und, das wird ja auch noch alles da draus gezahlt, das kommt ja gar nicht in Erscheinung. Eine Koalition zwischen CDU und Grünen. Warum hast du denn Angst? Weil die Methoden der CSU dann, also die Inhalte der Grünen mit den Methoden der CSU durchgesetzt werden. Das würde mir so ein bisschen, ich habe wie gesagt, Ökofaschismus ist nicht weit. Das heißt, ein bisschen Todesstrafe auf Rauchen in einem geschlossenen Raum oder Rauchen im Auto oder ein bisschen 24 Stunden vorsorgliche Verhaftung, wenn man ins Stadtinnere reinfährt ohne grüne Plakette. Da war ich, hätte ein bisschen Angst. Hat man da als grüner Politiker nicht ein bisschen Angst? Eine Zweifel? CSU, so wie sie im Wahlkampf jetzt aktuell zur Stadtratswahl dargestellt hat, mit so einer CSU wäre es überhaupt nicht gegangen. Wir kommen am einfachen an das an, dass man denen sagt, du musst jetzt mit 50 Kilo langst nicht mehr, baust für 100 Kilo. Dann langst du auch nicht mehr, dann baust du eine Biogasanlage, du Trottel, weil du spannst das eh nicht. Dann baust du die Biogasanlage und dann sagt der Staat, ja, und jetzt mit dem Milikier, da kriegst du jetzt noch ein zinslos Darlehen, das musst du aber irgendwann zurückziehen. Und dann bist du her in der Scheiße. Und nie mehr machst du das Maul auf. Und genau das ist das System, da kehrst du der Bank, und dann hast du zum Teil, was die sagen, und dann haben die deinen Grund und Boden, und dann ist das in den Händen, wo es hingehört. Und wenn das so weit ist, genauso läuft es mit dem Geld. Das Geld kommt jetzt auch in die Hände, wo es hingehört, und wenn's das, wenn das Geld da ist, dann kostet das 20 Mal so viel. Zuzumuten, dass, sind wir wieder bei denen, die gar nichts haben, vielleicht bloß eine Idee, die wollen ein Geschäft aufmachen, und es läuft dann auch gut, dann gibt es dieses grausame Jahr, wo man keine Steuern zahlt. Und dann kommt das böse Erwachen. Genau. Warum macht man denn das so? Das muss doch, macht das für den Staat Sinn, dass man die Leute gar nicht länger als 2 Jahre dulden will? Ja, aber der Staat kann doch gar nicht anders. Der Staat hantiert ja selber mit Milliarden Schulden und nimmt dann eine Neuverschuldung auf, wo ich sage, Leute, die Uhr läuft nach oben. Und weil mal ein paar Mark oder Euro wieder drin sind, sagen, jo, da können wir doch gleich wieder was verteilen. Haben die Grünen überhaupt eine Kompetenz, dass man sagt,
dass man dem Glauben schenken könnte, was die Frau Merkel mal gesagt hat, ein moralischer Reset. Ja. Oder ist einfach so, dass die Profi-Bescheißer bleiben und es geht so weiter? Also das Deprimierende ist, natürlich erst einmal, du hast ja die Frage gestellt, haben die Grünen das Know-how? Natürlich haben wir das Know-how und darum kritisieren wir ja genau die Situation, so wie sie sich jetzt wieder darstellt, nachdem die Banken zusammengebrochen sind und mit riesen Milliarden Schutzschirmen wieder aufgepäppelt wurden, machen sie jetzt im Prinzip wieder das Gleiche. Also werden. Und wenn man jetzt die schaut, jetzt hat er, das musst du dir mal vorstellen, unsere Berufsvertretung, der Bauernverband, ich sag, der Sonnleitner, ne, von dran, der Judas, das ist der Bauern Judas, hoch drei, das haben sie unten auf Straße geschrieben, Bauern Judas, und das war sehr richtig, was da gestanden ist. Und bei denen haben wir letztes Jahr schon Haberfeldträumen gehabt. Der sagt, die Prämien, die Ausgleichszahlungen veröffentlichen, das darf man nicht machen, weil ja da die kleinen Bauern in Verruf kommen. Der Zigeuner, der weiß doch ganz genau, was der da sagt, der weiß genau, die kleinen Bauern hat dort den Wurscht. Da geht es um das, wenn du jetzt reinschaust, jetzt haben wir ja schon öffentlich gemacht, man, dass die Großkonzerne das Geld abkassieren. Und warum gibt es Bayern, die da so glühend Europäer sind? Sind es die gleichen Argumente von vorher, dass wir alleine als kleines Bayern oder als Deutschland vielleicht auch nicht mehr, gehört werden in der Welt, oder was ist es? Also ich will beides. Ich will ein starkes Bayern und ich will ein starkes Europa. Ich bin ein patriotischer Bayer, der will, dass dieses Bayern möglichst viel in eigener Verantwortung regelt. Ich bin gegen Bürokratismus und Zentralismus. Aber da, wo Bayern für sich genommen nicht mehr handeln kann, da brauchen wir einen großen Zusammenhang. Und der Bayer schlechthin war Franz Josef Strauß. Und der war gleichzeitig ein glühender Europäer. Gut, der hat es ja nicht in Wirklichkeit erleben müssen. Ist da was moralisch, sagen wir mal ganz grundsätzlich, dass man auf solche Dinge wetten kann, ist da was, ist das moralisch anstößig? Ja, das ist natürlich moralisch anstößig, weil du nicht mehr sozusagen Geld verdienst in der Realwirtschaft, sondern eigentlich nur durch Zocken Geld verdienst. Und dann kannst du natürlich auch über die Zockerei sauber reinfallen. Und das Problem ist, wenn du selber was verzockst, dann ist das dein Problem. Wenn die Banken was verzocken, dann hängen da so und so viele Konten von irgendwelchen Kunden drin und die armen Säcke, die dann bei so einer Bank sind, haben wir echt das Problem. Die meisten Parteien, vor allem die ja jetzt im Moment da am Ruder sind, die kommen immer von einer Sichtweise her. Die sagen, im Zweifel hat der Staat zu entscheiden, wie Dinge geschehen sollen. Die vertrauen den Menschen nicht. Meine Annäherung ist, und ich glaube, das ist generell eine sehr liberale Annäherung, wir vertrauen dem Bürger, wir vertrauen den Menschen. Und erst dann, wo es dann nimmer geht, dann soll eben der Staat eben eingreifen. Ja. Die Außenpolitik. Also mir geht es einfach darum, dass ich will, dass Europa, dass die Europäische Union, die mehr Einwohner hat als die USA und Russland zusammen, dass die zu einem Faktor in der Welt wird, der in derselben Liga spielt wie die USA, wie Russland, wie Indien, wie China, also wie die großen Global Player der Politik. Aber die Ausreißer gibt es eben schon wieder. Beispielsweise die Engländer haben da kein großes Interesse, die Banken stärker zu knebeln, weil sie gerade London als die Bankenstadt darstellt, da sind ja die meisten Umsätze gelaufen. Da ist aber am meisten spekuliert worden und am meisten verloren worden. Auf der anderen Seite meint man, indem man die Banken wieder hätschelt und peppelt, wieder auf ein Niveau zu kommen, um gut dazustehen. Ich sehe da ganz große Gefahren. Nicht der Mann mit den tollsten Ideen ins Ausland gehen, und es muss aber auch nicht der Handwerker, wo es leider Gottes auch immer mehr Leute gibt, auch ins Ausland gehen, dass der in Skandinavien arbeitet. Der Staat muss nicht überall der bessere Banker sein, aber was der Staat machen muss, er muss verbindliche Regeln aufstellen. Und ich glaube wirklich, was wir brauchen, ist Ehrlichkeit in genau. Europa. Ja. Wir stimmen in Europa. Das sind die Heuschrecken. Ich hab's gestern, habe ich auf eine Studentendemo geredet. Der Bauer redet auf eine Studentendemo. Da habe ich es ja gesagt. Der Student wird auch schon mit dem eingezogen am Anfang. Da wird gesagt, du kriegst der Barfek auf Darlehensbasis. Der hat schon Schulden, wenn er ausgelernt hat. Wir leben in den Medien ist so, ist die Generation Praktikum. Das heißt, die Medien bestehen. Servus.